Etwas aufwendiger ist schon dieses Punktkinetikbeispiel hier. Auf einer zweiseitigen schiefen Ebene befinden sich zwei Klötze A und B. Diese haben jeweils das Gewicht G. Der Gleitreibungskoeffizient zwischen den Klötzen und der Ebene ist ebenfalls gegeben. Zu bestimmen ist nun die Beschleunigung der Klötze, wobei das Seil als undehnbar, also ideal, anzunehmen ist. Sinnvollerweise verwendet man bei so einem Beispiel, wo man zwei verschiedene schiefe Ebenen hat, sowas wie ein natürliches Koordinatensystem. Sprich, wir drehen eine Koordinatenachse mit dem Seil über die Rolle mit, sodass die entlang des Seils, bei mir ist es x, dass die auch auf der anderen Seite x bleibt. Weil sonst macht man sich unnötig Probleme mit Winkelfunktionen. Also machen wir mal wieder schöne Freikörperbilder, linke und rechte Seite. Ja, was wirkt denn hier jetzt wieder? Der Schlüssel zum Erfolg ist auch hier das Freikörperbild. Gewichtskraft machen wir mal. Das Seil schneiden wir weg, also eine Seilkraft, die habe ich Fs genannt. Eine Reibkraft. Naja, bei der Reibkraft. Ja, ich lasse die Reibkraft mal weg. Eine Normalkraft. Warum zaudere ich so bei der Reibkraft? Ja, genau. In Wirklichkeit weiß man nicht, in welche Richtung das die zeigt. Ja, ich zeichne es einfach einmal ein. Und es gibt eine Beschleunigung. Die zeichne ich grün ein. So. Und das Gleiche machen wir auf der rechten Seite. Wir haben hier wieder FNB ist das da. Dann zeichnen wir die Reibkraft so ein, nachdem ich jetzt nachgeschaut habe und weiß, wie sie sich bewegt. Gewichtskraft. So, und dann gibt es da Beschleunigungskomponente AB. Der Winkel fällt uns noch da rechts. Beta. So, das Seil ist undehnbar und immer auf Zug, also ein idealer Fall. Das liefert eine sogenannte kinematische Zwangsbedingung. Das ist nämlich der Zusammenhang, dass die Beschleunigung links und rechts gleich sein muss. Fürs ideale Seil. Und dann führen wir sofort eine andere Variable ein, nämlich einfach nur A für beide Seiten. Die braucht man, sonst hat man zu wenig Gleichungen. Das ist eine Gleichung, damit man das System überhaupt lösen kann. So, und dann mache ich da einen Strich und schreibe den Schwerpunktsatz an für die linke und rechte Seite getrennt. Ich schreibe Schwerpunktsätze. Koordinatensystem habe ich noch nicht eingezeichnet. Das Koordinatensystem sieht so aus, dass y immer normal auf die Ebene zeigt und x tangential und sich, wie gesagt, hier mitdreht, im Sinne eines natürlichen Koordinatensystems. Wesentlich ist, in Seilrichtung gibt es eine Komponente immer und normal auf die Seilrichtung oder Ebene, wie auch immer. Das heißt, wir haben links einmal die Summe über alle Kräfte in x-Richtung ist m mal a und rechts genauso. Links wäre AA und rechts AB, aber das sind die gleichen, deswegen heißt es hier gleich A. In X-Richtung links, was gibt es da? Naja, hier ist die Komponente, wenn man da den Winkel Alpha einzeichnet mit Sinus Alpha, also die horizontal oder in der Tangentialebene liegende ist G Sinus Alpha, die zeigt positiv. Minus Seilkraft, minus Reibkraft. Das ist m mal a. Und wenn wir für die Reibkraft einsetzen, ist es g Sinus Alpha minus Seilkraft minus μ g mal Normalkraft ist g Cosinus Alpha. Also ich mache gleich jetzt schnell durch alles on the fly eingesetzt, das kennen Sie eh schon alles, Gleichgewichte bilden und so, das mit dem halten wir uns nicht mehr auf.
ist M mal A. Also dann stehen nur mehr quasi bekannte Dinge drinnen, beziehungsweise die, die man halt ausrechnen kann am Ende. Und auf der rechten Seite ganz analog, Seilkraft ist positiv, da haben wir wieder G-Sinus Beta, hier ist Beta, dann ist die Tangentialkomponente wieder Sinus, minus μ G, G, Cosinus Beta ist FRB, ist gleich M mal A. Wieder aufpassen, linke Seite positiv, gleich wie rechte Seite. Die A's zeigen in beiden Fällen in die positive X-Richtung, deswegen sind es positiv rechts in den Gleichungen. Und dann haben wir da Gleichung 1 und Gleichung 2 und kann trivialerweise, nachdem rechts M mal A steht bei beiden, die beiden gleichsetzen, die linken Seiten, sich die Seilkraft ausrechnen und dann über eine der beiden die Beschleunigung. Also ich setze gleich die linken Seiten und kriege G Sinus Alpha minus Fs minus μ G G Cosinus Alpha ist Fs minus G Sinus Beta minus μ G G Cosinus Beta umgeformt auf Fs. Fs gibt es zweimal, dann dividieren wir gleich durch den Zweier. Mal G ist gemeinsam allen Winkelfunktionen und die Winkelfunktionen bleiben über als Sinus Alpha minus μ G Cosinus Alpha plus Sinus Beta plus μ G Cosinus Beta. Damit wird die Seilkraft 70 Newton. Und wenn man es in 1 zurück einsetzt und aus dem das A ausrechnet, ist 1 durch die Masse mal G Sinus, also G rauskommen, Sinus Alpha minus μ G Cosinus Alpha minus Seilkraft und dann kriegt man eine Beschleunigung von 1,13 Meter pro Sekunde Quadrat. Und dann haben wir alles, was gefragt war. Und dann kann man natürlich hergehen und Kinematik noch betreiben und Geschwindigkeiten, Strecken und so weiter ausrechnen, so wie man es braucht.